In ungewöhnlichen Zeiten ein gewöhnlicher Freitagabend mit Andreas Witasek. Hallo. Eva Marolt. Thomas Stipschitz. Bravo, Thomas. Christoph Spörch. Und Omar Sarsam. Schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Christoph Spörch zum ersten Mal in einer Corona-Sendung. Das ist ja ein wirklicher Paradigmenwechsel bei uns. Fühlst du dich wohl in den Plexiglasscheiben? Super. Geil. Lauter Burgenländer, da kann nichts passieren. Lauter Burgen? Ja. Ich fühle mich relativ. Ein Südburgenländer, aber der Rest sind alle. Ein Südostburgenländer, meine Damen und Herren. Wieso habe ich nicht gewusst, dass du Südostburgenländer bist? Ja, ich kann Südostburgenländer sprechen. Magst du hören? Ja, bitte, ja, bitte. Großartig. Heute ist der 19. November, es war gestern, der Welttoilettentag. Bitte, ich weiß, da kommen sofort witzige Bemerkungen. Der hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Er möchte nämlich darauf hinweisen, dass ein gutes Drittel der Weltbevölkerung nicht die Möglichkeit hat, eine Toilette aufzusuchen und dass hygienische Sanitäranlagen fehlen. Okay, das wird sich eventuell als ein Faden durch die Sendung ziehen. Zeigt es mal eure Goodies. Ein schönes Bild hier. Ja. Ein Faden. Ja, aber es ist ja ein wichtiges Thema. Schaut mal eure Goodies an. Zum Beispiel. Ja, da Oma hat es ja. Schwarzes Toilettenpapier. Schwarzes Toilettenpapier. Ich weiß nicht, jetzt, ob das einen Hintergrund hat. Black Friday. Hintergrund, ja. Black Rider? Black Friday. Black Rider. Right. Gut. Das habt ihr aber noch nicht. Das könnt ihr nehmen, wenn es gute Rateleistungen hat. Was ist das? Ich hab 100 das ist das Ding der Woche. Ah, das Ding der Woche, entschuldige. Wie oft warst du jetzt schon in einer Schon lange nicht mehr, da war nur Schilling. Wo hast du heute wieder dein Kostüm? Weißt du, an wen du mich erinnerst? An eine Ikone meiner Kindheit. Papoutin. Papoutin, ja. Weißt du, der hat ja auch so breite Schultern gehabt, weil glaube ich, das ganze Puppengestell drunter verschwunden. Das ist privat von unserer Maskendame. Also von Uschi, unsere Maske. Ja. Kostüm, meine ich, von ihrem Papa. Und der hat es aber ernst gemeint. Applaus für unsere Uschi, wir freuen uns drauf. Und die erste Frage. Ich möchte wissen, was wird als Elefantenglück bezeichnet? Elefanten. Das Elefantenglück. Ja. Glück, das man nie wieder vergisst. Bitte? Glück, das du nie wieder vergisst. Elefanten sind ja besonders bekannt dafür, dass sie nicht vergisst. Ein Elefantengedächtnis. Noch primär das Thema Toiletten ist, wenn der Elefant aufs Klo muss, was er in dem Sinn im Stehen macht und kein Tier tötet. Das könnte man das ziemlich gewichtig vorstellen. Also, du meinst, wenn da ein Leopard unten vorbeigeht und ja. Vielleicht hat es mit der Elefantenblähung zu tun. Da sind wir ja wieder. Ja, aber die Energie, die frei wird bei der Elefantenblähung, ist Elefantenglück. Ist Glück für ihn, weil der Druck wegfällt und du könntest mit dieser Energie den Tiergarten Schönbrunn ein Jahr lang mit dem Strom versorgen. Also Elefantenglück ist, wenn der Elefant draufkommt, dass das gar nicht sein Rüssel ist. Aber Thomas, super, aber ich möchte auf das doch zurückkommen. Wenn das so wäre, warum macht das der Zuschönbrunn nicht? Weil die noch nicht wissen, wie sie den Furz ins immer den reinleiten in die Fernwärme. Ja, eben. Aber Elefantenglück. Elefantenglück. Da viele Menschen sagen Elefanten, weil das Glücksbringer sein sollen. Elefanten als Glücksbringer? Ja, in Thailand zum Beispiel oft. Ja. Ach so, okay, alles klar. Die stehen für Glück. Ja. Jetzt müsst man halt nur wissen, wieso. Ne? Sie sammeln Elefanten. Das war, glaube ich, die Frage sogar. Das war nicht die Frage. Nein, was wird als Elefantenglück bezeichnet? Man, die Frage war nicht, ob in Thailand die Elefanten Glück bringen. Weil wenn der Elefant zum Beispiel auf einen Leoparden draufgackst und ihn nicht trifft, dann ist es ja meinem Ansicht nach Leopardenglück. Ich glaube ganz offen und ehrlich, dass das nicht so oft passiert, weil der Leopard ist ja auch nicht ganz deppert. Glaube ich auch nicht. Ja, also der stellt sich nicht. Wenn er schläft. Ja. Elefantenglück ist. Das schaut aus wie ein Puma. Hey, wir sind auch wieder am Niveau. Ja, das ist ein Wahnsinn. Was könnte das sein? Aber die Eva gesagt hat, wenn man Elefanten sammelt, es gibt ja Menschen, die sammeln Elefanten. Wenn man Elefanten sammelt, dann hat man so viel Wohnfläche, dass man auf jeden Fall Glück hat. Ja. Sehr schön. Da alles dabei. Jetzt müsst ihr nur. Wie oft jetzt kommt das vor, nicht, dass du auch was von Nachbarn, du kannst Elefant leiser sein, wirklich. Ich nicht schlafen. Ja.
Aber das war eigentlich schon wunderbar, was ihr alles so von euch gegeben habt. Ich würde sagen, wir machen eine kollektive Goodie-Runde. Nehmt euch bitte eure Goodies. Ja, okay. Oh, einmal Goodies für diese Runde. Weil natürlich aufgrund dieser Corona-Beschränkung ich nicht werfen darf, falls sie es vergessen haben, warum ich nicht werfe, damit ich nicht Dinge weitergebe an mein Rateteam, vergesse ich manchmal Goodies auch nicht. Aber da war schon so viel Schönes dabei. Aber ich glaube, es hat mit dem zu tun, was die Eva gesagt hat. Weil es gibt ja auch die Leute, die diese Glaselefanten sammeln und dann hinstellen und die müssen dann... Der Glück, wenn sie nicht runterfallen. Wenn sie nicht runterfallen zum Beispiel. Aber die müssen dann müssen die raus oder reinschauen? Das weiß ich nicht. Wo reinschauen, raus? In die Wohnung rein, Feng Shui-mäßig, meinst du? Ja, da gibt es die Glaselefanten müssen in eine gewisse Richtung schauen, dann bringen sie erst Glück. Sonst was ist das für eine Geheimwissenschaft? Aber sind die nicht Moment, die Glaselefanten müssen wohin schauen? Da gibt es in Feng Shui genau eine... Ob es mit Feng Shui zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es gibt eine Position, wie sie stehen müssen. Entweder sie schauen in den Raum oder raus. Das weiß ich nicht. Gibt es echt ein Kapitel, wie positioniere den Elefanten? Ja, wir können gerne eine Sendung darüber machen, wenn die das möchte. Gerne. Wir sollten den Elefanten im Raum auch einmal thematisieren. Ja. Bitte. Feng Shui. Aber der Elefant im Porzellanladen ist ja das bekannte geflügelte Wort dafür, dass man sich dass man alles umhaut. Glück ist, wenn der Laden ausverkauft war. Nein, und Elefantenglück ist, wenn du voll ins Fettnäpfchen steigst. Ja. Aber keiner merkt, du hast Glück gehabt. Außer im Porzellanladen. Genau. Ja, genau, das ist super. Ich will euch zurückführen auf das, was richtig... Mach aus keiner Mücke einen Elefanten, da gibt es ja auch so einen Spruch. Ja, mach aus keiner Mücke einen Elefanten. Elefanten. Gibt es auch den Spruch. Elefantenmück. Es ist eher so wie Bärenhunger, es hat mit Elefanten nichts zu tun. Hat mit Elefanten grundsätzlich nichts zu tun. Das Elefantenglück hat nichts mit Elefanten zu tun. Nein, mit uns. Bärenhunger, Ameisenkribbeln und so, verstehst du? Ja. Aber ein riesengroßes Glück, das man irgendwie mit Toilette, jetzt muss man es in Verbindung bringen. Nein. Du bist Christoph, das Lustige ist, normalerweise... Ich bin knapp dran. Aber normalerweise hat die Frage mit dem Sendungsthema überhaupt nichts zu tun. So. Aber in dem Fall hat die Frage tatsächlich etwas mit dem Sendungsthema zu tun. Das ist aber irgendwie ein Schuss ins Blaue, der ein Schwarzer getroffen hat. Ja. Und jetzt nehmen wir noch vom Thomas Stipschitz die Örtlichkeiten, die er da einfließen hat lassen von einer seiner ersten Antworten. Die Blähung, das Klo. Wir montieren das zusammen. Ein Elefant sitzt am Klo und es ist kein Heiselpapier da, dann hat er kein Elefantenglück. Nein, aber dann nehmen wir ganz einfach das Kübel mit dem Elefantenglück und in Schönbrunn verkaufen sie das. Ach nein. Ja. Die verkaufen den... Naja, das als ist Dünger. Danke, als Dünger. Also ich dachte, das war ein kleiner Snack für zwischen. Nein. Du hast es auf Brot geschmiert, oder was? Elefantenglück. Nimm dir ein Löffelchen aufs Brot. Aber, aber es soll eben besonders gut für Rosen sein und aufgrund der veganen Ernährung relativ wohlriechend. Würden wir aufmachen? Mach mal. Das wirklich mal. Ist das wirklich drin? Ja. Ich schwör's dann können wir gleich schauen, ob wir noch gut riechen. Ja. Biodünger, mild und reich an Mineralstoffen von den Schönbrunner Elefanten. Die haben uns das zur Verfügung gestellt. In Matti Buntigam, der ist auf der Bühne. Bitte, hör auf! Aber das ist ein super Covid-Test. Du machst auf und wir sagen, ob wir es riechen oder nicht. Der Schnelltest. Eine Minute. Du, jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Ja, ich mag es nicht. Hör auf, du nach der Sendung. Nach der Sendung, ja. Lieber nachher. Da können dann einige entscheiden, die gehen wollen und Mach's die riechen noch. Wollen. Ja, aber das riecht der Woche. Nach der Sendung ist vor der Sendung. Das riecht der Woche. Elefantenglück aus dem Zoo Schönbrunn. Eva Kernmeier bekommt dafür den 300 € Büchergutschein. Danke vielmals. So, da. Lieber Christoph, du wirst lachen. Die nächste Frage hat wieder mit dem Sendungsthema zu tun, aber das ist eher die Ausnahme denn die Regel. Bitte gewöhn dich nicht dran. Gut? Okay. Mach dich nicht dran gewöhnen. So, pass auf. Mit welcher Toilettenneuerung hat die Stanford Universität unlängst weltweit aufmachen lassen? Mit einer Toilettenneuerung. Was sieht man da? Neuerung? Unlängst. Neuerung. Unlängst. Ja. Also nicht diese Toiletten, die sich selber reinigen, weil dann das Papier wieder wegfällt. Das ist ja super, finde ich. Ja. Ich hasse es ja, wenn man auf eine Toilette muss, wo man noch nie war. Grauslich. Erstens Toilette, wo andere Menschen gerade vor dir gewesen sein können. Ja. Was machst du im ORF jetzt gerade? Das ist eben schwierig. Intim mit Oma. Ja, aber ich verstehe dich total. Genau. Ich verstehe dich total. Ich verstehe dich bei dem Gesindel, das du machst. Thomas.
Gut. Was kann man erneuern noch? Es gibt schon alles, oder? Einwegtoiletten. Einwegtoiletten. Aber auch nicht diese Schale. Einwegtoiletten. Einmal benutzt. Einmal benutzt. Das ganze aus Karton und dann kaust du das ganze Klo weg. Das ist es nicht. Es gibt ja Flachspüler und Tiefspüler. Dachstühle? Flachdachstühle gibt es auch. Flachspüler und Tiefspüler. Das ist ja Toilettenfrage. Wir haben Tag der Toilette, Tag des Klopapiers. Und bei den Tiefspülern fällt das Würstel ins Wasser und es stinkt nicht so. Das heißt, das Menschenglück verteilt sich nicht so schnell im Raum. Ja. Und vielleicht ist das jetzt sowas wie diese Heißluftfritteusen. Das heißt, du hast weder du hast kein Wasser, sondern nur ein Luftzug, der die Toilette quasi wassersparend... So wie im Flugzeug. So wie im Flugzeug. Das wird ja auch angesagt. Genau, wassersparend. Du sparst Wasser. Trinkwasser, dass du somit nicht verbrauchen prinzipiell ja eigentlich eh keine blöde Geschichte. Wir brauchen eigentlich mit Trinkwasser nicht unsere Fäkalien runterspülen. Aber gut. Ich glaube... Aber super Mitarbeitsplus, kriegst du auf jeden Fall, Oma. Nachhaltigkeit, vielleicht wird es wiederverwertet, um einfach nachhaltig die Exkremente wiederzuverwerten. Ja. Also du meinst, das alte Blumsklo sozusagen. Ich wollte gerade sagen, das Menschenglück. Andi Glück. Menschenglück. Eva-Glück, Thomas-Glück. Aus dem Urin machen es Batterien. Und Marin. Ja. Wieso Batterien? Das klingt fast wie ein Blutdruckmedikament. Ja. Man macht Elektroautos. Es ist eine Weiterentwicklung. Ich glaube... Das wisst ihr. Also, Kannst du das Hinterteil vielleicht gleich nach dem Ding gleich putzen? Ja, das geht schon. Nein, aber ich meine in einem. In einem, das gibt's aber. Gibt's auch. Da kommt das Bürstel raus. Ja, da muss man aber aufpassen. Dass ich glaube, viele Amerikaner leiden ja unter Verstopfung. Und das ist, das ist die Koloskopie im WC drin. Das fährt, du kennst dich da aus. Gleich, das holt quasi das Brockerl, das Menschenglück. Ja. Heraus. Du kaufst einen Internisten, kaufst gleich mit, der sitzt da drunter. Ja. Der wird mit Toilettenkauf mit der Internist mitgeliefert und der sitzt unten. Wahrscheinlich. Na, das vielleicht nicht, aber warmer Dampf. Das hilft. Warmer Woher? Dampf. Wenn du, wenn du Verstopfung hast, ein Hausmittel, wirklich, das hilft. Und du kannst nicht. Ja, wir wissen alles, Koche ich meistens so einen 5-Liter-Topf. Also kochendes Wasser, leer ins Klo. Ach so. Und nachher musst du schnell draufsitzen. Und du meinst den Vortrag von dir? Also an dieser Stelle muss ich mich einschalten, meine Damen und Herren. Bitte machen Sie das zu Hause nicht. Zu schweren Verletzungen Danke, führen. Danke, Oma. Wieso? Stell dir vor, du leerst heißes Wasser ins Klo. Ja. Und dann ist genau der unglückliche Moment, wo du doch hineinrutscht. Und dann verbrennst du großflächig den Hintern. Wer rutscht ins Klo? Bei dir wäre sich's ausgegangen. Was hast denn du für ein Mit Klo? Mit meinem Hintern rutscht in kein Klo. Schön, dass es wieder ein bisschen intimer geworden ist. Meine Damen und Herren aus der Rubrik Dinge, die wir nicht wissen wollen. Froh, dass ihr eine trifft. Ich habe das für meine Kinder gemacht und die haben dann eh den Kindersitz oben. Und dann werden sie dann noch angegurtet? Da kann man ja wahlweise auch Teesackerl dazu. Es ist wirklich ein gutes Hausmittel, glaubt man. Aber egal. Es hilft gleichzeitig gegen Bronchitis auch. Genau, über den Anus. Und wie nennt man das? Schleim in den Nebenhöhlen. Gibt es einen medizinischen Ausdruck über den Anus inhalieren, annihilieren? dazu möchte ich kein weiteres Statement abgeben. Das kannst du ja vielseitig verwenden. Du hast Schädelweh, hast das heiße Wasser ins Klo, steigst ein, verbrennst den Fuß, Schädelweh weg. Aber man merkt schon wieder, das sind Themen, wo sich mein Rateteam wohlfühlt. Auskennt. Stimmt aber wirklich. Ja. Was war die Frage? Dass die Stanford-Universität eine Toilettenneuerung auf den Markt gebracht hat. Und ganz offen und ehrlich, also für dich als Mediziner wäre das wirklich eine interessante Geschichte. Eine Analyse. Ist das schön.
Jetzt hör auf, eine Hämorrhoidenkamera. Das ist ein alter Hut. Das ist der Anfang. Das war die erste Ausbaustufe. Vollkommen richtig. Die Toilette kann selbstständig Stuhl, Harn medizinisch untersuchen und Erkrankungen oder gesundheitliche Mängel diagnostizieren. Wow. Das heißt, so. Du kriegst da SMS und sagst, gestern hat Tiroler Christel gegessen. Du musst Cholesterin. Du musst medizinisch wertvolle Dinge sofort wieder auf was runterbringen. Entschuldigung, ja, super. Nein, gut. Aber die Kartoffeln waren faulig. Bitte. So, das ist aber Andi, super. Gut, damit hast du das mal wieder in eine seriöse und richtige Richtung gebracht. Applaus für Andi Bittersek. Super. Aber ist immer noch nicht richtig, oder? Nein, es ist nur, das ist ein alter Hut. Das ist ein alter Hut. Jetzt kommt die Neuerung. Jetzt kommt die Neuerung. Was für gesoffen hast du da? Was ist die Neuerung? Stell dir vor, du hast diese Toilette, von der wir gesprochen haben, die der Andi schon irgendwo so jetzt entlarvt hat. Aber mit wie vielen Leuten lebst du im Haushalt? 3. Okay, na was machst du denn da? Wenn dann plötzlich angezeigt wird, Blut ist im Stuhl. Dann sage ich, du bist krank zu meiner Frau. DNA-Analyse ist dabei. Da wird die Person auch wird fotografiert, wird der Arschabdruck wird genommen. Du musst sagst, es ist der Arschabdruck. Der Arschabdruck wird und du genommen. Meinst auch, dass also quasi der Anus eines Menschen ähnlich ist wie ein Fingerabdruck, also eindeutig zuordnenbar. Ja. Nimm dir bitte ein Goodie, denn das ist die richtige Antwort. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie keine E-Card mit haben, können Sie sich einfach auf unsere Toilette setzen. Ja, aber du kannst dann auch wie bei Rantastic, bei dem App, kannst du dich verbinden, ne? Dann kannst du es teilen auf Facebook. Viertelstunde Prozess. Er hat dann bitte lächeln gleich andere Bedeutung. Ja. Ich habe gedacht, die Antwortkarte, ich habe die gelesen, aber die schreiben über mich von der Redaktion. Jedes Arschloch hat seine unverkennbaren Eigenheiten. Es ist tatsächlich wie ein Fingerabdruck und die Toilette, von der wir gesprochen haben, hat eine sogenannte Butt Recognition, also eine Arscherkennung, biometrische Anerkennung. Gibt es auf Handys auch bei euch. So, weil da ist es tatsächlich so, dass die medizinischen Ergebnisse der richtigen Person zugeordnet werden können. Großartige Geschichte, oder? Super. Wieso weißt du das nicht als Arzt? Also ganz im Ernst, ich bin relativ glücklich darüber, dass wir das noch nicht eingeführt haben. Wieso nicht? Datenschutz? Ja, also Datenschutz, weil du gehst, musst dringend hin und wirst sofort durchanalysiert, ist ja Wahnsinn. Ja, aber das ist doch nur für den Privatgebrauch. Glaubst du, dass das in der Bahnhofstoilette auch... Ja, es fängt klein an. Ah ja. Und dann irgendwann einmal totale Kontrolle. Okay, auf jeden Fall, die Frage war... Wunderbar! Jawohl, und wir bedanken uns bei Ivona Kowalska aus Wien mit einem 300-Euro Büchergutschein. Danke vielmals. Bravo. Meine Damen und Herren, wir versuchen Ihnen weiterhin auch diesen Lockdown zu versüßen. Das gelingt uns hoffentlich ganz gut, aber es gelingt uns nur deshalb, weil Sie mithelfen. Einerseits, indem Sie zuschauen, andererseits, indem Sie uns Ihre Fragen, Fachbegriffe, Dinge der Woche zusenden. Adressen sind an dieser Stelle wie immer eingeblendet. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen. Und ja, wir haben die nächste Frage jetzt von einer Zuschauerin stellen lassen. Guten Abend, mein Name ist Valerie. Worum handelt es sich bei der sogenannten Hammerfrage? Danke, Valerie. Wir wollen wissen, worum handelt es sich bei der Hammerfrage? Um diese nicht. Diese war ja. Das ist, schau, stell dir vor, die Valerie schaut jetzt zu. Ja. Wie die Valerie, sich jetzt kränken tut. Ja, Valerie, entschuldige ist eine dich, super bitte. Frage. Ja, es ist mindestens eine Schraubenzieherfrage. Sagt Papoter. Sagt Papoter. Gut. Hat der also, so weiße Handschuhe gehabt? Ich weiß, oder? Ja, aber vor allem die breiten Schultern. Die breiten Schultern. Die sind echt, ja? Ja, ja. Geil, du, super. Das ist so alt, das sind noch Polster. Nein, das kann es nicht. Das sind deine Schultern. Meine Schultern, ja. Wenn du es näher sehen willst nach der Sendung. Okay. Der Oma geht schnüffeln, wir gehen Schulter schauen. Ein Schulterschluss. Gut, trotzdem wollen wir wissen, was eine Hammerfrage ist. Oh, immer halt wieder auf den Daumen hau. Was ist die Hammerfrage? Ja? Das ist auch, aber ich sag's dir gleich, eine super Antwort. Also vielleicht, wenn du dann vorm Einkaufen abklärst, was brauchen wir eingekauft? Mhm. Und dann ist so die Frage: Milch, Hammer, Liebdauer, Hammer, Butter, Hammer. Gurke, Hammer nicht. Hammer schon. Gurke! Ja, komm, wunderbar, nimm dir ein Goodie, bitte. Nimm dir ein Goodie. Hammer nicht. Das ist auch ein Goodie. Nein, das ist eigentlich fürs Ding der Woche, aber ist mir wurscht. Also, ja. Hammerfrage. Du kannst Hammer, damit auch. Oder man könnte sagen: Im Auto aus nehmen wir den Hammer oder den Skoda. Eine Hammerfrage. Schön. So.
aber noch nicht offiziell irgendwie ja, in die Richtung. Wenn ein Hammerhai eine Hammerhain heiratet, der Hammerpriester die Hammerfrage stellt, willst du ihm treu sein? Ja. Das ist aber eine schöne Geschichte. Christoph Spröhr, ja, was, ganz wunderbar. Was einmal weg von dem. Ja, genau. Ja. Das ist und er sagt, nein, ich bin mit der Kalkwappen. Ein Hammerhai mit einer Kalkwappen. Ja, ja. Viel Spaß. Das haben wir eh alle gewusst. Ja, klar. Ja. Ja. Jetzt wollen die Kinder auch noch adaptieren. Entschuldige. Ja. Gut, die Hammerfrage. Na, Hammer kann ja auch. Was haben wir im Ohr? Ist das Hammer im Ohr? Hammer und Sichel. Hammer und Sichel. Hammer und Sichel. Ja, wir haben im Ohr Hammer und Sichel. Ah, Herr Doktor, was haben wir? Das ist für Kommunikation. Du bist der Doktor, wie heißen diese drei? Hammer, Amboss und Steigbügel. Oh, ja. Ja. Danke, kurz überlegen müssen. Ich wollte Steinbock sagen. Aber danke, dass du. Ist dein Arzt anwesend? Ist dein Arzt anwesend? Hammer, Steinbock. Amboss und Steinbock. Nein, nicht, auch nicht, also nicht medizinisch. Ist falsch, ist die falsche Richtung. Im allerweitesten Sinne könnte man sagen, die Hammerfrage ist auch eine medizinische. Mhm. Aber damit führe ich dich mehr in die Irre, als ich dir helfe, weil ich natürlich die Antwort kenne. Man verwendet doch einen Hammer, um den Reflex zu prüfen. Die Frage ist, wieso bewegt sich das Bein nicht? Und das ist die Frage. Das ist gut. Das ist ja schon wieder gut. Aber noch ist es falsch. Bis der Arzt sagt, ach so, Prothese, verstehe. Nein, das ist gut, aber falsch. Aber gut, aber falsch. Gut, aber falsch. Du wirst dann verstehen, wenn die Valerie das auflöst, wirst du verstehen, was ich meine. Oder wenn man Gläser testet. Wenn man Gläser testet. Wenn man haut drauf, Gläser, Hammer, dass man schaut, kaputt wie geht, fest es sind. Ist ja klar. Dass man, was ist so diese Einbruchsicher... Ja, ich stelle es mir auch. Panzerglas. Mit einem Hammer. Schauen, ist das... Ah nein, halt nicht, müssen wir besser machen. Also so lange mit dem Hammer... Weißt du, was ich mir mal wünsche, irgendwann in späteren Jahren, dass du eine Techniksendung moderierst. Einfach bitte, go for it. Und dann erklärst du allen, was die Cloud ist. Also auch nicht auf falsch. Hör mal, wer da hämmert mit Eva Maro. Das wird schön. Plexiglas, die leicht bricht. Es könnte aber auch ein Titel von einem Porno sein. Also, Hör mal, wer da hämmert. Ja, genau. Es könnte sein. Also der Hammer ist es nicht. Nein, das ist der Hammer. Der Oma wollte kurz was sagen, bitte wieder. Diese Notausstiege in Straßenbahnen und Bussen, die mit Nothämmern aufgehämmert werden. Ja. Das ist die Hammerfrage, hält das Glas den Hammer? Na, ist es sicher. Den Hammer stand oder nicht? Dem Hammer. Des Hammern. Des Hammer. Dem Hammer stand. Hält die Scheibe, genau, also dem hält die Scheibe Hammer, dieses dem Hammer stand. Den Hammer kannst du im Südburgen-Ostland sagen. Bei uns sagt man, ist die Scheibe stärker oder der Hammer? Okay, ja, ist das, also das ist, nein, schau, das ist Sicherheitsglas, das ja an und für sich bei so einer Berührung sofort eben in zersplittern muss. Ja, aber und nicht in dem Fall nicht in Scherbe. Wir haben eine Frage, ist es dieses normale Glas oder ist es dieses Sicherheitsglas, dieses Vielscheiben VSG, ESG, was es da gibt? Ja oder nein? Das ist die Hammerfrage. Das ist die Hammerfrage, sagst du. Und das ist... Das war wohl nix. Aber du bist super, Oma. Du bist ganz, ganz super. Und warum der Andreas Witasek in die richtige Richtung gegangen ist, aber kurz vor dem Tor dann einfach an der Latte vorbeigeschossen hat, das werden wir gleich verstehen, wenn wir die richtige Antwort hören von Valerie Weingartner. Die Hammerfrage wurde früher im Vatikan gestellt. Und zwar immer dann, wenn ein Papst gestorben war. Das Ritual verlangt nämlich, dass ein Kämmerer mit einem kleinen Hämmerchen aus Silber und Ebenholz dem Papst auf die Stirn klopft und laut die Frage stellt, schläfst du? Erst wenn auf diese Frage keine Antwort kommt, gilt der Papst offiziell als tot. Valerie Weingartner, danke vielmals. Aber das musst du mal wirklich vorstellen. Da geht einer mit dem Hämmerchen hin, klopft. Da wäre schon oft tot gewesen. Schläft du, oder? Ja. Wie geht's weiter? Ding der Woche. Pass auf, da habt ihr jetzt ein Kuvert neben den Goodies. Noch nicht aufmachen, ich darf es erst einmal präsentieren, dann könnt ihr es euch nehmen. Ihr habt jeder ein eigenes Ding, damit wir eben unsere Coronaviren nicht einfach
zerstreut. Achtung, da braucht man natürlich erst die Spannung. Meine Damen und Herren. Es wird immer dramatischer von Woche zu Woche. Okay, also, meine Damen und Herren, wir werden jetzt ein Insert einblenden und Sie werden sich gerade jetzt zu Hause garantiert zu Tode lachen. Gut. Ja. Dürfen wir schon? Ja, bitte, jetzt darfst du. Okay, bitte, nehmt es. Ding der Woche Tupo. Ja. Müssen wir das anziehen eigentlich? Ja, aber Sie haben es gemacht. Ja. Also, ich weiß schon, es hat sicher was mit Druckaufbau zu tun, weil du kannst damit relativ viel Druck aufbauen. Ja, genau. Aber wie kann man den Druck ablassen? So. Hört schon mal, Tag der Toilette. Was hat das damit zu tun? Das klingt jetzt so wie ein, wie heißt das, Beatboxer? Ah ja. Mach mal, komm. Oma, du kannst sicher Beatboxen. Passt jetzt überhaupt nicht, wenn ich jetzt... Oder. Mach. Das war urgut. Ja, super. Und weiter? Halt. Ich habe keine Ahnung. War das jetzt ein Want to Break Free von Queen? Es ist, wenn die Intensivbetten knapp werden, dann kann man sich selber ein bisschen. Das ist wirklich, das ist ganz hervorragend. Vor allem, weißt du, Andi, ohne dir nahe treten zu wollen, du bist ja halt jetzt auch schon Generation 50 plus. Aber ich kann sagen, du bist ja auch ein bisschen Risikogruppe. Ja. Aber ich stell mir vor, nein, nicht, dass ich wünsche, nein, überhaupt wenn nicht. Wenn ich daheim liege und sage, Corona, mir geht's gut dann, bis jetzt. Ja. Und dann singt der Andi Wittersäck. Corona, du bist das alles im Mund. Auf Oststeirisch weiß ich, was es ist. Es ist Sachen. Es ist Sachen. Es ist Sachen. Nein, ich denke Sachen. Denk, du drückst auf den Händen. Mit der Sachen gehabt. Es ist Sachen. Du drückst ein, der Weg da hinten drauf. Du hast gerade auf Arabisch meine Mutter beleidigt. Mama, er meint nicht böse, wirklich. Er meint nicht böse. Was hat er gesagt? Lieber. Was hat er gesagt genau? Ich darf nichts sagen, wirklich. Zu schlimm. Okay, also der Sachen. Okay, aber was kann der Sachen, was tut der Sachen, wozu haben wir den Sachen? Na, ich würde mal sagen, es gehört in die Kategorie Klumpert. Nein, das hat definitiv, es ist kein Klumpert. Nee? Das kann was, das kann echt was. Ja, und das du meinst, die kennen es nicht, obwohl es kein Klumpert ist. Mhm, genau. Ja. Könnten wir es alle brauchen? Dazu kenne ich euch zu wenig. Also ich habe normalerweise ein Faible für solche Spielereien, aber ich glaube, ich selber würde es mir nicht in die Wohnung stellen. Ich mache das händisch. In die Wohnung stellen? Ja. Naja, was soll's? Ja. In die Küche. Die Küche. Es hat mit Küche zu tun. Ich hatte mir Küche zu tun. Klopapierkompressor. Na, zum Eier abschälen. Zum was? Zum Eier abschälen? Zum kommst du? Ja, zum Eier zerquetschen. Genau. Wer zerquetscht Eier? Naja, der das hat. Du legst da das Ei rein, es passt gut rein und sagst, Rührei, zack, und das geht unten durch. Rührei? Naja, ich weiß nicht. Na, ein hartes Ei. Gequetscht, nicht gerührt. Moment, gequetscht, nicht gerührt, was hartes Ei? Du willst ein hartes Ei reintun? Darauf legen? Ja. Und dann so drauf und die Schale bleibt da drin und das Ei flutscht da raus. Also pass auf, hier ist die Auflösung. Da ist es tatsächlich, die haben also sinnvollerweise haben die ein weißes Ei genommen, damit man ja nicht den Unterschied sieht. Also völlig, das ist so diese klassischen Bedienungsartleitungen, die mich dann irritieren. Sage ich, warum lege ich das geschält rein? Und nein, es ist nicht geschält, es ist nur ein weißes Ei. Das heißt, ich muss das jetzt so quasi hier unten anbäckern, so, zack, dann da reinlegen und jetzt müsste man das mit einem schnellen Druck, pass auf, was? Ja. Mach. Okay. Na, das möchte er, das Kaffee. Vielleicht hättest du kein Holzei verwenden sollen. Es ist kein Holzei. Wieso geht das jetzt nicht? Das ist, weil immer da ihr dabei seid. Nein, es hätte ein weißes Ei sein müssen. Du musst nicht immer mit weißen Eiern. Das ist urpraktisch. Da wird sich meine Frau gefreuen. Wenn ihr das anbringt. Alles Gute zu Weihnachten. Ja. Wow, beeindruckend. Super. Danke. Aber deswegen haben wir drei Eier. Es ist kein Klumpert. Kein Klumpert. So, aber... Du musst es vorher schälen, Olli. Nein, das ist nicht. Man muss es schälen. Wow! Super ist das. Ja.
Kann man das mit dem Glas auch machen? Kannst du es mit einem Rohn auch? Das gibt ja nicht so eine. Die werden nachher gegessen, meine Damen und Herren. Ja, das ist ja definitiv ein Mensch, der nicht lebt. Und ich esse mit Schale. Beim Ding der Woche das, war schon viel Schass, aber das ist das doch... Das ist ja mal gründlich schiefgegangen. Was mache ich denn falsch? Dann wieder der Einsender wie beim Grenzschnitt. Ich glaube, ehrlich, mach nur ein kleines Loch beim Tab hinein. Und die Seite mit dem Loch... Nicht blöd reden, Herr Doktor. So, da, bitte. Wenn du das jetzt... Ach Gott, klar. Kindheitstrauma. So, da. Sag doch, dass du es zu Hause hast. Ich habe... Ich wollte 300 Euro Büchergutschein, na und? Okay, so. Gut, pass auf. Wo hast du es jetzt getappt? An der Unterseite. Ja, das habe ich doch vorher auch gemacht. Ups. Großartig. Das springt durch die Küche. Das war wohl nix. Na du, es ist wirklich keine Schadenfreude, es ist nur wirklich Erleichterung. Wenn du das jetzt geschafft hättest... Okay. Bringst du das bitte in die OF-Kantine? Es gibt verlorene Eier. Wer möchte probieren? Nee, ja, nein. Ihr probiert's, ja. Achtung. Ja. Nein, ich war Tormann. Ja. Aber der Ball war größer. Du musst es aber desinfizieren, glaube ich. Achso, das habe ich vergessen. Oh Gott. Das ist die Schale. Seh die Schale, ja. Man blickt es an. Du, man sieht's nicht. Achso. Schön zur Kamera. Du bist im Fernsehen. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn das der Stipschitz schafft. Ich ärgere mich so. Sie kennen das, meine Damen, zu Hause, dass er lässt sich nicht schälen. So, und mit Schwung? Ja, please press. Yeah. Da ist aber was. Moment. Ah. Das schaut besser aus. Na, und schon haben wir ein fast geschädeltes Ei. Für 30 Euro das Stück, ja. So, fast. Okay, gut, super. Willst du? Wir machen es verkehrt. Was heißt, wir machen es verkehrt? Ja, gib her. Achso, das ist... Hallo? Nein. Wer möchte? Ich habe nur noch ein Ei. Letzte Chance. Christoph, Andi, Eva. Interessiert mich. Du, okay, pass auf. Der Wittersäck ist nämlich ehrgeizig. Der denkt sich, wenn ich das jetzt schaffe, dann schauen sie alle deppert. Und ich bin der Eier-Hero. Achtung. So, da, jetzt bin ich schon. Aber tap, place, press. Klingt eigentlich... Naja. Okay, zack. Meine Damen und Herren, das ist jetzt so. Warte, ich brauche erst die Spannung. Und jetzt? Andreas Wittersäck versucht, ein Ei mit dem Ding der Woche zu schälen. Herrlich. Ich bin so und beruhigt. Hier ist es einfach wunderbar und jetzt kann man es einfach schön sehen. Kann hier die Schalen reingeben. So ein Blödsinn. Man gibt hier die Schalen rein. Das ist so ein großer Blödsinn. Wunderbar. Ich glaube, die Einsenderin hat uns einfach nur verarscht. Ein Ei gelegt. Die hat uns ein Ei gelegt, ja. Auch, zu Recht. Die sitzt zu Hause, haut sich irrsinnig ab, dass wir so blöd sind, das hier vorzuführen. Das ist vielleicht ganz was anderes. Ja, aber was denn? Tap, place, press. Milica Runic aus Wien, wenn das Ding, wir haben es jetzt wirklich... Alle probiert. Alle kann probiert. Man die essen? Ja, du kannst sie essen. Nein, es ist Plastik. Ach so. Ja, gut, pass auf, ich verabschiede mich noch schnell von der Frau Milica Runic aus Wien. Wir hatten viel Spaß und die 300 Euro in Form eines Büchergutscheins gehören Ihnen. Dankeschön, Frau Milica Runic. Tolle Sache. Da. Ja, tolle Sache. Kein Klumpen. Ist wirklich kein Klumpen. Kein Klumpen. Na, der nächste Muttertag war sie schon. Für alle, die ihre Mütter nicht mögen. So, was gibt's Neues von den Science Busters? Eigentlich hätte ich jetzt einen Termin vorlesen sollen, aber im November sind alle Termine dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen. Aber ihr wisst ja, es gibt ja den Heinz Oberhummer Award. Der wurde ins Leben gerufen nach Ableben von Heinz Oberhummer, einem Gründungsmitglied der Science Busters. Und dieses Jahr gibt es eine Preisträgerin. Wie gesagt, nächste Woche wäre der offiziell verliehen worden, aber sie kriegt ihn auf jeden Fall. Wann die Show dann stattfindet, erfahren Sie sowieso bei uns. Die Wissenschaftsjournalistin und Edutainerin Mighty Nguyen Kim. Ja, und die hat jetzt die Promi-Frage für uns als Preisträgerin des Heinz Oberhummer Awards. Bitte.
Einen wunderschönen guten Abend und erstmal vielen Dank. Ich freue mich natürlich unglaublich, dieses Jahr den Heinz Oberhummer Award bekommen zu dürfen. Und ich sende ganz liebe Grüße nach Österreich, hier aus meinem Heimstudio. Und ich habe natürlich auch eine Frage für euch. Und zwar, was versteht man unter dem sogenannten Chauffeurwissen? Dankeschön, Mighty Nguyen Kim und das Chauffeurwissen. Du warst es? Nein, also das hast du nicht. Ich weiß es. Das heißt, du sagst, ich fahre. Du wirklich wissen? Ja, ich glaube, ich weiß es. Was? Ja. Okay, gib mal nicht. Ich weiß, das war doch ein. Es war ein Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob Physiker oder was war. Da. Er muss aussetzen. Ganz kurz, wir brauchen noch Sendezeit. Ja? Aber das fängt gut an. Das fängt sehr gut an. Ich sag nichts, ja? Ja, du kannst was anderes sagen. Erfind da mal was. Ach so. Ja. Was Falsches. Ja, genau. Was hat der gesagt, der Physiker? Der Physiker. Also. Ich sag's nicht. Lass dir mal die anderen was anraten. Anderen, ja? Und dann, ich will aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber du, die Geschichte, ich meine, so, die fängt echt gut an. Weil ja. Die Antwort fängt mit einem Physiker, beginnt mit einem Physiker ja. Und der Schnurre eines Physikers. Ja. Jetzt haben wir alle schon so neugierig gemacht. Ein Chauffeur hat einen Physiker nach Hause gebracht. Ich schaue dich jetzt an und schaue, wie du reagierst. Und hat ohne Navi hingefunden. Das gibt es heute nicht mehr. Das war das früher. Das war früher, gute alte Zeit. Ja, jetzt überlegt sie, was ihr alles weiß. Natürlich. Nein, ich weiß wirklich nicht. Nein, aber mit Physiker. Irgendwas hat es mit Physiker zu tun. Mit einem Physiker hat es definitiv zu tun. Das ja, aber wir fragen ja nicht Physikerwissen, wir fragen Chauffeurwissen. Ein Chauffeur hat was gesagt, was den Physiker auf was gebracht hat, was ihn dann zu einer großen Erkenntnis geführt hat. Ja. Ja, ich merke also, dieser erste Ansatz hat euch jetzt so in diese Gasse getrieben, aus der lasst ihr euch nicht mehr. Okay, es ist ein Frosch. Sehr gut, Oma, ja, das ist Kampfgeist. Da kam einmal eine fliegende Kuh. Ist an dem Frosch vorbeigeflogen. Ja. Der war zu langsam. Dann hat er das Taxi genommen. Er hat gesagt, bitte wissen Sie, wo die Fliege ist. Chauffeur wissen. Und hat das Taxi... das gefällt Frosch mir. Genauso. Wie man erfolgreich Sendezeit schindet, obwohl wir wissen, dass die richtige Antwort mit einem Physiker zu tun hat. Andi, was kannst du beitragen, bitte? Einstein saß im Taxi und hat gesagt, das dauert ja unendlich, bis wir ankommen. Und der Chauffeur hat gesagt, aber wir kommen an. Chauffeurwissen. Ihr seid so. Jetzt, Thomas, also nein, der Thomas darf nicht. Nein, der Thomas ich darf nicht. Jetzt. Der Thomas, aber unsere... Und du gibst uns jetzt auch gleich eine richtige Antwort. Richtig. Aber mir ist es echt schon öfter passiert, dass ich mit dem Taxi gefahren bin. Und dann hat mir der Chauffeur gesagt, ja, und ihren Kollegen, den Thomas Maurer, habe ich auch schon zweimal heimgeführt und hat mir die Adresse vom Thomas gesagt. Ja, bin ich auch schon gefahren, der wohnt dort. Ich sag's jetzt nicht, die Adressen. Aber das ist mir schon mehrfach passiert. Ja. Dass, oh, und gestern bin ich mit der Chris Lohner gefahren, der tut hin, wo ich. Und ich bin auch wirklich schon mal eingestiegen in ein Taxi und er hat gesagt, grüß Gott, Frau Marold, nach Hause. Und ich habe gesagt, ja. Hat mich heimgebracht. Chauffeurwissen. Für mich das Chauffeurwissen. Wunderschöne Antworten. So, und jetzt bitte, Thomas, jetzt haben wir ein bisschen was von den anderen gehört. Soweit ich weiß, ich weiß nicht, welcher Physiker es war, aber der hat vor Studenten gesprochen und im Prinzip hat sich der Chauffeur hingestellt und hat geredet. Das ist super. Es ist die richtige Antwort. Okay. Aber weißt du, warum ich dich jetzt unterbreche? Ja. Weil du bist ja öfter da, ja. Aber die wunderbare Mighty Nguyen Kim ist nur einmal da. Lass mal sie's auflösen. Die erzählt die Geschichte so super. Dann lass mal sie's auflösen. Machen wir das? Dann lass mal sie's auflösen. Und das Schöne ist, du kriegst aber dieselbe Gage. Super. Na, ist das ein Angebot? Ja. Bitte, Mighty Nguyen Kim. Also, unter Chauffeurwissen versteht man Fachwissen, das man sich nur durch Auswendiglernen angeeignet hat, ohne die Materie wirklich zu verstehen. Und zwar geht der Begriff zurück auf eine Anekdote mit Max Planck, Physik-Nobelpreisträger, vor ziemlich genau 100 Jahren. Und nachdem er seinen Nobelpreis bekommen hat, ist er auf so eine Deutschland-Tour gegangen, auf eine Vortragstour. Und sein Chauffeur hat dabei denselben Vortrag so oft gehört, dass er ihn am Ende quasi auswendig konnte. Und dann haben sich die beiden gegen Ende der Tour einen Spaß erlaubt, weil sie sich auch noch ähnlich sahen, dass sich der Chauffeur hingestellt hat, den Vortrag gehalten hat und Max Planck im Publikum saß. Und als dann auch noch eine Frage aus dem Publikum kam, soll der Chauffeur schlagfertig gesagt haben,
Das ist aber eine simple Frage, die kann Ihnen ja sogar mein Chauffeur beantworten. Wie groß der Wahrheitsgehalt dieser Anekdote ist, das einmal dahingestellt, aber eine schöne Geschichte ist es. Oh ja. Ja, sie hat ihn zu Recht erhalten, die Edutainerin Mighty Nguyen Kim. Danke vielmals für diese wunderbare Antwort und natürlich auch Frage. Aber eigentlich, der Thomas hat es gewusst, das wissen wir. Also, ja, du hast es gewusst. Ich habe bei dem einen Buch, das ich gelesen habe, da ist drin gestanden. In dem einen Buch. Im Schatzgeschichte to go, glaube ich. Ja. Schatz im Silber, natürlich, ja. In 14 Tagen wieder bei Was gibt es Neues? Danke vielmals fürs Zuschauen.